Oh. Entschuldigung. What the fuck, ey? Da will man den Bullen mal helfen? Geld! Oh. Und er hat nicht mal Geld getoppt. So ein Mist. Aber wir haben 4000 Dollar. Das ist doch mal genial. So muss das gehen. So muss das gehen. What the fuck? Ich frag mich, was war das denn? So, dann nehme ich mir mal meine Klapperkiste. Und jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Ich fahre jetzt mal zu einem, der mir die Kiste mal repariert. Als erstes fahren wir mal zu einer Waschanlage. Nicht zum... Obwohl, die Waschanlage bringt ja ein Scheißdreck. Pain Spray. Weil früher konnten die nämlich nicht die Polizeiautos reparieren. Ich hoffe mal, dass ich jetzt mit dem noch da lebendig ankomme. Jetzt machen wir lieber Blaulicht an, dann fahren die nämlich eigentlich schon hier aus dem Weg. Könnte nämlich sein, dass der kleinste Kratzer jetzt unser Auto schon so dermaßen zerstören könnte, dass es schon wieder anfängt zu brennen. Und dann explodiert es bald. Also wenn ein Auto bei GTA anfängt zu brennen, sollte man schleunigst machen, dass man wegkommt. Habe ich schon oft getestet. Ich bin schon oft sitzen geblieben. Und das Ergebnis könnt ihr euch ja vorstellen, was da passiert ist. Da sind wir wieder an dem kleinen Brandenburger Tor. Oh, 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 oh. Ah, ha, 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 oh. Oh. Diesmal werde ich da mal nicht durchbrauschen. Einfach aus dem Grund, weil wir hier noch nie so an der Seite vorbeigefahren sind. Wüsste ich jetzt nicht. Verdammt, der Rauch wird immer schwärzer. Und da sind wir aber auch schon da. Jetzt kann uns eigentlich nicht mehr viel passieren. Es sei denn, wir wollen den Wagen nicht reparieren. Das werden die nicht übersprayen. Na gut.
fahren wir das eben noch mal ein bisschen kaputt. Come on now. Springt doch nicht immer an. Bam, bam. Früher konnte man nämlich mit der Hand die blöden Autos zerschlagen. Und dann fing die dann auch, wenn du Geduld hattest, an, ja, zu brennen. Okay. Lassen wir das. Dann nehmen wir uns einfach mal hier ein Auto. Von der netten Frau. Yep. Ich mag Rentner. Ha, ha, ha. Gehen wir einfach mal ins Internetcafé. War mir gerade langweilig, dass ich schon erstmal ein bisschen die Welt erforschen will, wenn ihr jetzt meint, hey, hier ist ja gar keine Action. Ich will ja auch ein bisschen die Welt erforschen. Nicht bloß die Story machen, sondern auch mal ein bisschen so rumfahren. Und wenn euch langweilig ist, dann könnt ihr eben auch mal umschalten. Juden? Berichte ich mich, wenn ich falsch liege? Sehr lustig. San Andreas gab's die übelsten Gangs, die brutalen Gangs, die sich gegenseitig niedergemetzelt haben. Hier gibt's eben Juden. Bam. Roman's cousin, it's good to see you again. Yeah, good to see you. It's Nico, by the way. So, jetzt gib mir was zu trinken. Geht nicht. Toll. So, dann fangen wir mal den Rechner auch an. Der ist ja schon oben. Und schauen mal ins Web. Find a way special summer love meet. Rennen in den Tod. Hehe. Die Szene hatte ich schon öfters. Oh, ich habe 5 neue Mails. Terrace Thomas. Aha. Schön, dass du online bist. Ja. Schön, dass du alle bist. Cousin, gut zu wissen, dass du in diesem Land an meiner Seite bist. Die Bellic-Jungs werden die Welt zeigen, was Sache ist. Mann, wenn uns unsere beiden verblüteten, nutzlosen, nervigen Väter jetzt sehen könnten, sie würden sich in ihren jämmerlichen Gräbern umdrehen. Scheiß auf sie, wir haben es geschafft. Mann, dieses Land ist reif. Wir müssen nur zugreifen. Ich bin echt froh, dass du da bist. Hör mal, wir werden diesen Scheiß übernehmen, Baby. Bis später, Roman. Dann von Bruce, ich wollte nur sagen, dass ich heute meinen Sit-Up-Rekord gebrochen habe. 2000, genetisch anders, Baby. Wenn du verstehst, was ich meine, ich liebe euch alle. Ich bin so vollgepumpt, dass jemand die Kehle aufschlitzen möchte. Wenn einer von euch heute losziehen und ordentliche Bräute aufmischen will, dann sagt mir Bescheid, ich liebe euch alle. Der Obermods PS, Mom, es tut mir leid, aber ich schaffe es morgen nicht zu Tante Judith. Hast du meine Wäsche gemacht, PPS? Seht euch meine Webseite an, ihr Schlampen. Das ist der Knüller, Mann. Oh Gott. Hassan, wer ist Hassan? Wie geht's? Hast du dich entschlossen, in Liberty City, oder wie geht's dein Cousin? Ich bin geblieben, hab gehört, als hätten gemacht das. Ach so, der Kunde, der am Anfang mit auf dem Schiff war. Also vom Abi, der arme Mann trieb tot und betrunken im Fluss und alle anderen haben sich abgesetzt. Ich frage mich,
was diese Chinesen mit dem Heroin gemacht haben, das sie angeblich geschmuggelt haben. Ich habe mich abgesetzt und komme herum. Ich bin gerade in Florida, komme aber bald zurück. Hoffentlich treffen wir uns. Möglicherweise kriege ich einen Job und verkaufe bald in Suffolk gefälschte Handtaschen. Damit kann man viel Geld machen. Das ist Wahnsinn. Pass auf dich auf, Hossan. Und da haben wir noch einen von Brucey. Mal wieder. Ich stehe auf Motorräder und ganz besonders auf diesen geile. Ach so. Halte die Augen auf einen Beta, Gamma oder so minderwertigen Knechtpferd. Nein, möchte ich nicht. Aha. Löschen wir mal. Könnten wir mal auf Wasser antworten. Nachricht senden. Wie sende ich die Nachricht? Ich glaube, das Problem hatte ich schon letztes Mal. Nein, nein. Verdammt. Und Brucey Kubitz. Roman, antworten wir mal. Sehr schön. Sehr gut, Nico. So, was gibt's denn hier noch? Was ist das denn? Okay, JS Nickmeister. Schauen wir mal. Nein, verdammt. Okay, man sollte sich vielleicht durchlesen, was hier so abgeht. Schönes Bild hier, ne? Das ist höchst interessant. Was gibt's hier Schönes? Oh, Gottes Willen. Warte mal. Ich brauche eine Wohnung. Ich brauche eine Wohnung, Ali. Klingeltöne, Mitteilung. Autos. Okay. Reisen. Wo geht's denn hin? Wo kennst denn? Shit. Ist ja genial. Das ist so genial gemacht hier. Richtig geil. Warte mal, ich war doch hier mal für diese Autos, die man sich da kaufen konnte. Ich verplemper hier schon wieder zu viel Zeit. Ich sollte mich ausloggen. Nur ab und zu mal hier sein, um die E-Mails zu checken. Das ist gut. Bye. Come back soon, Nico. Ein Essen von Brucey. Ein eiskalter Motherfucker, wie gut. Ich finde, Bullerbeutungshüter verdienen, Alter. Die Cops vergeben ihre Arbeit jetzt an Subunternehmer weiter. Sieh nächstes Mal, wenn du einen Polizeicomputer hast.